Ja, schönen guten Abend, liebe Kundinnen, Kunden und Interessenten. Mein Name ist Costa Halkias. Ich vertrete die CapTrader GmbH aus Düsseldorf. Ich begrüße Sie zum heutigen Webinar, das beziehungsweise die Range Bounce Pro Strategie mit unserem Referenten Dr. Daniel Sinnig. Die Frage vorab: Können Sie mich hören und Ton, super. Vielen Dank für die schnelle Resonanz. Ganz kurz vorab, das Jahr mit Herrn Sinnig ist jetzt fast um, ja, mit der Webinarreihe, und dementsprechend folgt das Webinar natürlich weiter. Es geht weiterhin durch. Da nur ein kurzer Hinweis: Wenn Sie weiterhin teilnehmen möchten, müssten Sie sich noch zukünftig einmal für registrieren. Ich zeige Ihnen das schnell. Einmal bei uns über die Homepage Training, war ich zu schnell, Training und Termine. Ja, kurz dort dann den März auswählen, und dort finden Sie das direkt: Algo Trading, innovative Indikatoren, Scanner und Strategien, die den Markt schlagen. Ich denke mal, der Daniel geht da gleich auch noch mal drauf ein. Einfach nur per kurzem Mausklick auf Anmelden das ja, Formular hier unten auswählen, ausfüllen. Da haben Sie auch einmal die Daten, wie gesagt, wann das weitergeht. Einmal ausfüllen, auf Weiterklicken, und dann sollte das passen. Ja, gut, dann will ich Sie nicht weiter auf die Folter spannen. Ich übergebe einmal ganz kurz an den Daniel und wünsche natürlich viel Erfolg zu dem heutigen Abend. Ja, auch von mir schönen guten Abend. Willkommen zu ja, dieser letzten Ausgabe unserer Ninja-Trader-Reihe von den Daytrading-Strategien. Und wie Costa schon vorhin erwähnt hat, geht diese Webinar-Reihe weiter, aber ganz wichtig unter einem anderen Titel. Ja, der wird dann Algo-Trading heißen, innovative Indikatoren, Scanner und Strategien. Wir haben uns entschieden, den Titel etwas ja, breiter zu fassen. Das heißt, wir werden uns jetzt nicht nur noch mit nicht nur mit Ninja Trader befassen, aber auch mit anderen Trading-Plattformen, zum Beispiel Motive Wave, ja, auch ein bisschen Ninja Trader oder auch direkt Interactive Brokers. Ja, das geht natürlich alles weiterhin sehr schön mit Ihrem CapTrader-Account. Gut, so zum Anfang werde ich jetzt erstmal meinen Bildschirm teilen. Geben Sie mir eine Sekunde. Okay, so, ich denke, jetzt können Sie meinen Bildschirm sehen. Ja, und der Titel ja, des heutigen Webinars ist ja die Range Bounce Pro Strategie. Ja, das ist eine Support Resistance Strategie. Ja, also keine Breakout Strategie, wie wir es schon vorher einmal besprochen haben in einem vorherigen Webinar. Ja, machen das diesmal andersherum. Ja, wir setzen auf Support und Resistance und hoffen darauf, dass der Preis von diesem Support und Resistance Level wieder zurückbounced. Ja, und daher kommt auch der Name, die Bounce Pro Strategie. Gut, ja, mein Name ist Daniel Sinnig. Bevor wir anfangen, wie immer, die Risikooffenlegung, wenn sie dann aufgeht, genau. Ja, wie Sie wissen, ist der Handel mit Futures, Forex, CFDs, aber auch Aktien mit Risiko verbunden. Ja, und daher auch nicht für jeden Investor geeignet. Nutzen Sie nur das Kapital, das Sie auch im schlimmsten Fall willens sind zu verlieren. Wenn es ums Backtesting geht, ja, dann wird eine sogenannte hypothetische Performance angezeigt, ja, die durch den Backtester erzeugt wurde. Ja, das muss nicht unbedingt heißen, dass diese hypothetische Performance auch der eigentlichen Performance entspricht. Ja, das hat verschiedene Ursachen. Ja, der Backtester kann zum Beispiel nicht immer 100% genau das ja, wiedergeben, wie der Markt wirklich zu einem gewissen Zeitpunkt war. Gut, also wenn Sie hypothetische Ergebnisse sehen, ja, ja, beachten Sie immer, dass das nicht unbedingt 100% so auch sich zugetan haben müsste. Gut, so, das war für die Rechtsanwälte. Fangen wir gleich an. Hier ein kleiner Rückblick. Ja, das war das Thema, das wir vor zwei Webinaren besprochen hatten. Und da ging es um die Volatility-Breakout-Strategie. Ja, das war eine Breakout-Strategie. Das heißt, falls Sie sich erinnern, ja, wenn der Preis ein gewisses Level durchbricht, sei es nach unten oder sei es nach oben, wie zum Beispiel hier, dann setzte die Strategie darauf, dass diese Bewegung noch für eine Zeit lang anhält. Ja, zum Beispiel hier würden wir dann Short gehen, in der Hoffnung, dass ja der Preis noch weiter nach unten geht.
Oder in diesem Fall hier, wenn der Preis dieses Level, dieses grüne Level hier durchbricht, haben wir darauf gehofft, dass diese Bewegung nach oben noch eine Zeit lang anhält. Ja, so, das war die Idee dieser Breakout-Strategie. Heute machen wir es einmal andersherum. Ja? Wir setzen auf eine Support-Resistance-Strategie oder auf Deutsch auch Widerstand- und Unterstützungsstrategie. Hört sich ein bisschen eigenartig an. Ja? Was das aber im Speziellen heißt, ist, dass wir praktisch das genaue Gegenstück zu dieser Breakout-Strategie machen. Ja? Wenn Preis auf ein gewisses Level, da sage ich später noch etwas dazu, heruntergeht zum Beispiel, hoffen wir darauf, dass er von diesem Level wieder hochspringt. Zumindest ein bisschen, wie man hier schön sehen kann. Ja? Oder andersherum, wenn der Preis höher geht zu einem gewissen Resistance-Level oder Widerstandsniveau, ja, hoffen wir darauf, dass der Preis davon wieder abspringt nach unten. Ja, in diesem ersten Fall hier würden wir dann long gehen, ja, um die Aufwärtsbewegung mitzunehmen. Und in diesem Fall hier würden wir short gehen, um diese Abwärtsbewegung mitzunehmen und dadurch Profite zu erzielen. Diese Strategie funktioniert besonders gut. Das haben wir natürlich im Vorfeld getestet für die Futures-Märkte. Ja? Wie zum Beispiel die Crude-Oil-Märkte, Soybeans, aber auch die Future-Währungsmärkte, wie zum Beispiel die Yen-Futures, eignen sich sehr gut für diese Strategie. Und Sie werden nachher natürlich auch ein paar Backtest-Resultate von mir präsentiert bekommen. Ja, ähnlich wie die Breakout-Strategie, ja, ist dieses auch eine Daytrading-Strategie. Das heißt hier, ja, wir öffnen unsere Trades und schließen unsere Trades innerhalb eines Tages. Ja, also Positions werden nicht über Nacht offen gelassen. Und diese Strategie handelt natürlich wie auch immer Long und Short. Ja. Gut, ja, soweit zum Überblick, worum es heute eigentlich geht. Ja, noch ein paar kurze Worte über mich. Wer bin ich überhaupt? Da, ich grüße Sie aus Kanada. Mein Wohnsitz schon seit fast 20 Jahren. Ja, ich habe in Montreal studiert und dann hier Fuß gefasst und arbeite jetzt aus meinem Büro von Montreal aus. Ich bin aber auch oft in Deutschland auf verschiedenen Veranstaltungen unterwegs, zum Beispiel der World of Trading, die jetzt gerade im November stattgefunden hat. Ja, ich habe mich darauf spezialisiert, automatische Handelssysteme zu erstellen, ja, oder auch Lösungen für Trader zu kreieren. Das können Indikatoren sein, das können diese automatischen Handelssysteme sein, Strategien oder EAs, Scanner, andere Trading-Tools und so weiter. Man kann mich relativ oft auf verschiedenen Webinaren und Konferenzen antreffen. Ja, und wir haben wirklich Kunden überall auf der Welt. Die meisten kommen aus den Staaten, aber natürlich auch aus Deutschland und der EU und anderen Ländern. Ja, die meisten unserer Tools vertreiben wir über zwei Handelsplattformen. Das ist einmal tradingindicators.com. Das ist unser Online-Store für die sogenannten Off-the-Shelf-Produkte. Da kann man dann praktisch unsere Indikatoren, unsere Strategien für NinjaTrader oder auch andere Plattformen kaufen. Und dann betreiben wir auch noch tradingdashboards.com. Ja, das ist eine Webseite, die sich darauf spezialisiert, wie der Name schon sagt, Dashboards zu erstellen. Ja, diese Armaturenbretter, die einem Trader helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Gut, so viel über mich. Fangen wir am besten gleich an mit unserer Strategie, ja, die Range Bounce Pro Strategie. Gut, ja, dazu mache ich jetzt einmal ganz kurz meinen Ninja Trader auf und zeige Ihnen, ja, wie die Grundidee dieser Strategie ist. So, dazu einmal ins Control Center und ich werde eine neue Chart öffnen. Chart. Ja, mein NinjaTrader ist auf Englisch eingestellt. Ja, lassen sich dadurch nicht verwirren. Ja, das kann man natürlich sehr leicht in den Optionen auf Deutsch oder andere Sprachen umstellen. Okay, so, ich werde jetzt eine Chart öffnen und ich werde mir ein Futures-Symbol heraussuchen. Ja, wir werden einmal mit dem CL anfangen, den Crude Oil Futures. Ja, das ist eine Daytrading-Strategie. Ich werde eine 5-Minuten-Chart aufmachen und vielleicht einmal 500 Tage laden. So, jetzt öffnet sich diese Chart. Ich ziehe es einmal ganz kurz hier rüber. So. Na,
Da ist die Chart. Genau, das sind unsere Crude Oil Futures. So, als allererstes werde ich jetzt unseren Range Bounce Indikator auf diese Chart anwenden. Ja, was dieser Indikator macht, ist, dass er diese Levels anzeigt, von denen der Preis im Idealfall wieder zurückspringt. Nur dazu einmal Rechtsklick auf Indicators. Ja. So, und dann gehen Sie sofern Sie diesen Indikator auch besitzen, gehen Sie auf Trading Indicators hier. Ja, das ist unsere Webseite und klicken diesen Range Bounce Pro Indikator an. Ja, und wenden diesen Indikator genauso, wie er ist, auf die Chart an. Einfach OK drücken. Ja, dann werden jetzt praktisch diese Levels angezeigt. Ja, wie diese Levels berechnet werden, dazu sage ich nachher noch etwas Genaueres. So, ich mache diese Charts mal etwas kleiner. Ja, und wie Sie sehen können, es werden diese Levels jetzt angezeigt. Was kann man aus diesen Levels gewinnen? So, die Idee ist, wenn der Preis auf so ein Level zurückgeht und dieses Level berührt, dass er dann wieder zurückspringt. Ja, zum Beispiel hier dient dieses Level als Unterstützungslevel und wir hoffen darauf, dass der Preis von diesem Level dann wieder zurückspringt. Oder andersherum, wie man hier sehr schön sehen kann, wenn der Preis auf dieses Level hochgeht, hoffen wir darauf, dass der Preis von diesem Level wieder zurückspringt. In diesem Fall würden wir hier Short gehen oder in diesem Fall würden wir Long gehen, um diese Korrektur, um dieses Retracement mitzunehmen und dadurch Profite zu erzielen. Wenn der Preis jetzt aber keines dieser beiden Level erreicht, wie zum Beispiel hier, dann machen wir gar nichts. Ja, das heißt, diese Strategie wird in diesem Fall nicht handeln für diesen einen Tag. Ja. Wie man auch sehen kann, werden diese Level für jeden Tag neu berechnet. Ja, und die passen sich praktisch jeden Tag neu an. Und man kann schon erahnen, dass diese Level oftmals, zumindest für diese Futures-Märkte, sehr gut zutreffen. Ja, dazu habe ich nachher auch noch ein paar kleine Slides vorbereitet. Okay, so, das ist der erste Baustein unserer Strategie, dass man diesen Indikator, diesen Range Bounce Pro Indikator auf die Chart anwendet. So, zurück zu meinen Slides. Okay, und wie schon erwähnt, falls das obere Level erreicht wird, gehen wir Short. Und in diesem Fall gehen wir Short durch eine Limit Sell Order oder Sell Limit Order. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ja, wenn wir uns in unseren Handelszeiten befinden, diese Strategie handelt nur innerhalb einer verschiedenen Stunden am Tag, nur innerhalb bestimmter Tageszeiten. Ja, aber wenn wir uns in diesen Tageszeiten befinden, setzen wir eine Limit-Order zum Verkauf an, auf dieses grüne Level und umgekehrt eine Limit-Order zum Kauf auf dieses rote Level. Ja, wenn der Preis dann dieses Level erreicht, wie zum Beispiel hier, würde diese Limit-Order gefüllt werden und wir würden Short gehen. Ja, sobald dies geschieht, wird unsere andere Order, die wir hier unten hatten, gecancelt. Das heißt, pro Tag macht diese Strategie nur einen einzigen Trade. Entweder Long oder Short. Ja, oder in manchen Fällen, wie zum Beispiel hier, überhaupt gar keinen Trade, weil diese Levels nicht erreicht wurden. Gut, das war jetzt der Short-Fall. Und für den Long-Fall, wie man hier sehr schön sehen kann, genau das Gleiche. Wir setzen unsere Buy-Limit-Order auf. Ja. Sobald unser Preis dieses Level erreicht, gehen wir dann Long. Ja. Und die Strategie ist so aufgesetzt, dass wir als Profitziel, als Gewinnziel nur einen relativ geringen eine Tickanzahl wollen, weil wir setzen hier nur auf eine relativ geringe Korrektur. Ja. Wir hoffen wirklich darauf, dass der Preis von diesen Levels etwas abspringt und die Strategie dadurch Profite erzielen kann. Sieht man hier sehr schön und aber auch hier in diesem Fall. Ja, das Level wird erreicht, unsere Order wird gefüllt und wir nehmen einen Profit mit. Genauso wie in diesem Fall hier. Gut, so weit die Grundidee dieser Strategie. Wie schon erwähnt, der Basisbaustein für die Strategie ist dieser Range Bounce Pro Indikator. Ja, den haben wir im Haus entwickelt. Ja, und als Grundidee haben wir die wöchentlichen Preisbewegungen genommen. Ja. Wir schauen uns dafür die Preisbewegungen der letzten
10 Wochen an, ja, und berechnen draufgehend, wo diese Levels, ja, hingehören. Und diese Levels werden dann auf diesen, auf den Open-Preis jedes Tages projiziert. Ja. Das erklärt auch, warum für jeden Tag diese Levels anders sind, ja, weil die auf diesen Open-Preis des Tages projiziert werden. Ja. Natürlich können Sie diesen Indikator auch ja, über unseren Online-Store erhalten, und wir haben auch ein Special für Sie, ein Capture-Special vorbereitet. Dazu sage ich am Ende dieser Präsentation noch etwas. Ah, ja, die Berechnung, die spezielle Berechnung ist, ja, die ist eigen für uns, die werde ich Ihnen auch nicht verraten. Ich kann nur so viel sagen, dass die speziell auf die Futures-Märkte abgestimmt wurde. Wie man hier sehr schön sehen kann, das sind jetzt wieder diese Crude Oil Futures, ja, treffen diese Support- und Resistance-Level oftmals sehr gut hin. Ja, zum Beispiel hier sieht man sehr schön, dass dieses Level tatsächlich erreicht wird und Preis davon abstimmt. Was jetzt besonders schön ist, dass diese Levels schon im Vorfeld bekannt sind. Das heißt, sobald unser Tag öffnet, wie zum Beispiel hier, ja, wissen wir schon, wo diese Levels sind. Ja, das heißt, Sie könnten diese Strategie auch sehr gut manuell traden, ja, weil diese Levels kennen Sie dann ja am Anfang des Tages und können dann vielleicht noch Ihre eigenen Verifikationen vornehmen. Und falls dann alles stimmt, würden Sie dann diese Buy-Limit-Orders oder diese Sell-Limit-Orders auf diese Levels setzen und darauf hoffen, dass der Preis dann wirklich von diesen Levels abspringt. Gut, ja, das ist also die Basis für unsere Strategie. Ja, hier nochmal die gleiche Folie, nur etwas größer. Gut, ja, wie sieht jetzt der Strategieansatz an sich aus? Ja, ja, als Vorbedingung legen wir fest, dass wir ja, nur einen Trade pro Session, das heißt pro Tag, ausführen wollen. Ja. Das heißt, wenn eines dieser Levels gefüllt worden ist, dann war es das für den Tag. Ja, dann warten wir jetzt, bis der Trade wieder schließt. Der schließt entweder, wenn ja unser Gewinnziel erreicht wurde oder unser Stop-Loss getriggert wurde, oder ja, im längsten Fall, wenn die Session endet. Ja, dann werden alle unsere Positionen automatisch geschlossen. Also nur ein Trade pro Session. Und darüber hinaus legen wir noch fest, dass die Trades, ja, innerhalb eines gewissen Zeitfensters erfolgen müssen. Ja, das kann vom Trader aus selbst festgelegt werden. Und wie es sich herausstellt, ist es für jedes Symbol ein bisschen anders. Ja, und das kann man in der Handelssystemanalyse sehr gut ja, optimieren und rauskriegen, ja, welches Zeitfenster eignet sich jetzt am besten für welche Futures-Märkte. Ja, wie Sie sich vorstellen können, sind deutsche Futures natürlich ganz anders ja, volatil zu gewissen Tageszeiten, wie zum Beispiel die, ja, US-Futures. Gut, das sind unsere Voraussetzungen. Ja, sagen wir jetzt, beides ist erfüllt. Ja, wir sind in unserem Zeitfenster und wir haben noch keinen Trade ausgeführt für den heutigen Tag. Ja, dann setzen wir eine Buy-Limit-Order auf das untere Level, ja, das Support-Level, das durch den Indikator berechnet wurde, und eine Sell-Limit-Order auf das obere Level, das Resistance-Level, das ja vom Indikator berechnet wurde. Ausstieg ganz simpel, ja, durch ein Gewinnziel, das über, ja, Ticks spezifiziert ist, oder ein Stop-Loss, das auch Tick spezifiziert ist. Gut, ja, soweit die Grundidee. Ja, gehen wir jetzt an die Implementierung dieser Strategie. Dazu gehe ich jetzt wieder zurück zu unserem Control Center, gehe auf Neu und öffne den Strategiebilder. So. Das dauert jetzt bei mir immer etwas länger, bis das Dialogfenster aufgeht. Na komm, naja, das hat sich hier geöffnet. Gut, und ja, wir kreieren eine neue Strategie, New Strategy, und klicken auf Next. Jetzt geben wir zunächst unserer Strategie einen Namen. Ich werde sie CapTrader Range Bounce nennen. CapTrader Range Bounce, und wir klicken auf Next. Ja, zu den globalen Eigenschaften. Ja, hier kann man zum Beispiel festlegen, dass unsere Strategie auf jeden Fall am Ende der Session, Exit on Session Close, die Position, soweit es dann eine gibt, wieder schließen wird. Ja, das ist alles okay. Und wir klicken auf Weiter. Ja, Additional Data.
Wie Sie sich vielleicht erinnern, basiert unser Range Bounce pro Indikator auf wöchentlichen Daten. Ja? Wenn wir jetzt in unserer Strategie einen Indikator referenzieren möchten, der wöchentliche Daten nimmt, dann müssen wir diese wöchentliche Datenreihe auch zu der Strategie hinzufügen. Das ist eine Besonderheit des Ninja Traders. Ich sage mal kurz auf Add klicken. Wir wählen ja, unsere wöchentlichen Daten aus Week 1 und klicken auf OK. Und dann auf Weiter. So, ja, Eingaben und Variablen. Hier können wir unsere Nutzereingaben festlegen. Als ersten Parameter legen wir fest, dass die Orders nach einem gewissen Trading-Start-Zeitpunkt ausgeführt werden sollen und vor einem gewissen Trading-Ende. So, Trading-Start als erster Parameter, ja, vom Datentyp Zeit, Time, und als Default-Wert werden wir hier einmal 9:30 Uhr vormittags EM festlegen. Dann nochmal das Trading-Ende. Trading-End. Oh, und solange ich jetzt hier tippe, falls Sie Fragen haben, ja, stellen Sie die gerne in den Chat und ja, Costa wird sie mir dann vorlesen. Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, mir ein paar Fragen zu stellen, während ich jetzt hier diese Daten eintippe. Ja, Trade-Ende. Vielleicht auf 3:30 Uhr nachmittags. Okay. Jetzt fügen wir noch vielleicht noch die Trade-Größe hinzu. Position Size. So müsste hier auch vom Nutzer festgelegt werden. Position Size. Ja, Standardwert ist 1, Minimalwert auch 1. Das passt. Und jetzt legen wir noch fest, wo unser Gewinnziel sein sollte und wo unser Stop-Loss sein sollte. Das sind ja auch, die auch in Ticks spezifiziert werden. So, Take-Profit. Ticks. Ticks. Ja, fällt als Standardwert nehmen wir hier 15 Ticks, was bei den Futures ja ungefähr 4 Punkten entspricht. Klicken auf OK und dann Stop-Loss. Ticks. Ja, und hier nehmen wir einen Wert vielleicht von 35 Ticks. Okay, soweit, so gut. Klicken wir auf Weiter. So, in diesem Fenster legen wir jetzt fest, unter welchen Bedingungen wir unsere Order abschließen möchten. Ja, als erste Bedingung, falls Sie sich erinnern, hatten wir gesagt, dass wir uns in unserem Zeitfenster befinden müssen. Ja, die zweite Bedingung war, dass wir höchstens einen Trade pro Tag abschließen. Mit dieser Bedingung beschäftigen wir uns etwas später. Dazu jetzt einmal Add. Und hier legen wir jetzt fest, dass unsere Zeit, ja, unsere Zeitserie sich innerhalb unseres Zeitfensters befinden muss. Das heißt, die aktuelle Barzeit, die Chartzeit, ja, muss größer sein oder greater than, größer oder gleich sein als unser Trading Start. Das ist unsere erste Bedingung. Und unsere zweite Bedingung ist, dass die Zeit kleiner oder gleich sein muss als unser Trading Ende. Ja, less or equal als unser Trading Ende. Gut, so, das sind schon mal zwei gute Bedingungen. Was sollte jetzt passieren? Ja, ignorieren wir jetzt erstmal einmal die Bedingung, dass wir nur einen Trade pro Session haben wollen. Ja, also, was sollte passieren? Ja, wir wollen unsere Limit-Order abschließen. Jetzt eine wichtige Bemerkung: Wenn Sie diesen Strategy-Builder benutzen, um Ihre Strategie zu implementieren, und wenn Sie Pending Orders benutzen, das heißt entweder Stop-Buy Orders oder Stop-Limit Orders oder Sell-Stop Orders, ja, dann müssen diese immer in der gleichen Richtung sein. Ja, es ist nicht möglich, mit diesem Strategy-Builder, ja, zum Beispiel eine Sell-Limit Order zu haben und gleichzeitig eine Buy-Limit Order. Das geht nicht. Das ist eine Limitierung dieses Strategy-Builders. Falls Sie das benötigen, und unsere Strategie benötigt das ja, dann muss diese Strategie per Hand kodiert und implementiert werden, ja, und nicht mit diesem Strategy-Builder. Ich habe natürlich für Sie diese Strategie per Hand komplett ausprogrammiert, und damit sie auch Long und Short gleichzeitig gehen kann. Ja, für dieses Beispiel hier legen wir uns auf eine Trade-Richtung fest. Die werden wir vielleicht die Short-Trades nehmen, ja. Nur um Ihnen zu zeigen, wie man das mit diesem Strategy-Builder hinkriegen könnte. So, dazu einmal auf Hinzufügen.
Ja, also wenn wir uns in unserem Zeitfenster befinden, ja, dann wollen wir eine Limit Order abschließen. Ja, Enter Short Position by Limit Order. Ja, die Tradegröße, ja, die wird vom Nutzer festgelegt. Gehe ich einmal runter. Das ist unsere Position Size. Ja, und ja, der Preis natürlich ganz wichtig. Das ist jetzt der Preis, der ja von der oberen Linie unseres Indikators angezeigt wird. So, dazu einmal hier auf das Set klicken. Wir wählen Indikator aus und gehen jetzt zu unserem Range Bounce Pro Indikator. Ja, eine Sekunde. Ja, scrollen hier runter, klicken auf Plot on Chart, damit der Indikator auch auf der Chart angezeigt wird. Ja, und wählen jetzt unser Resistance Level aus. Ja, der Indikator hat zwei Levels. Das obere ist das Resistance Level, das Widerstandsniveau, und das untere ist das Support Level, das Unterstützungsniveau. Aber in dem Fall wollen wir Short gehen und wählen das Resistance Level aus und klicken auf OK. Gut. Ja, das ist unsere Bedingung. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Jetzt legen wir als nächstes unser Gewinnziel und unser Stop-Loss fest. Klicken auf Next. Und wählen zunächst unser Gewinnziel aus, Profit Target. Ja, tickbasiert. Wählen hier Ticks aus und wählen den vom Nutzer festgelegten Parameter für das Tick Profit Ticks fest. Ja, okay. Und das gleiche nochmal in grün für unser Stop Loss. Wir gehen auf Stop Loss, wählen Ticks aus. Ja, und als Wert, ja, die Nutzervariable Stop Loss Ticks. Und klicken auf OK. Okay, ja, das ist jetzt schon mal eine erste Version unserer Strategie und vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um diese einmal zu testen. Dazu klicken wir jetzt auf Kompilieren. Ja, das dauert jetzt wieder ein paar Sekunden. Und in der Zwischenzeit werde ich jetzt zurück auf unsere Chart gehen, sobald mein PC wieder ansprechbar ist. Ja, das Ganz dauert kurz, immer. Daniel. Darf ich kurz die Situation nutzen? Eine kurze Frage hätten wir in der Zwischenrunde, und zwar die Ein- und Ausstiegslevel. Entsprechen die dem Value Area High bzw. Value Area Low? Kannst du dazu gleich noch was sagen? Die Ausstiegslevel sind ja, sind tickbasiert und ja, da gucke ich nicht noch auf andere Support oder Resistance Level. Es wird einfach über Ticks spezifiziert. Und welcher Wert sich jetzt am besten eignet, das müsste man dann über die Handelssystemanalyse, diesen Strategy-Tester herauskriegen. Aber die Okay. Default-Werte, die von 15 Ticks als Gewinnziel und ungefähr das Doppelte, 30, 35 Ticks als Stop-Loss, das scheint recht gut bei Futures zu funktionieren. Ja. Okay, super. Ja, vielen Dank. Ja. Okay, gut. So, zurück zu Chart. Jetzt ist auch die Kompilierung fertig. Und wir können jetzt diesen Indikator auf die Chart, diese Strategie auf die Chart anwenden. Dazu werde ich jetzt zunächst einmal ja, unseren Indikator entfernen. Den brauchen wir nicht mehr, weil der wird dann durch die Strategie auf die Chart aufgelegt. Einmal Remove. Ja, so. Um jetzt die Strategie auf die Chart anzuwenden, gehen wir auf Strategies. Und wählen dann unsere Cap Trader Range Bounce Strategie aus. Wie man hier auch schon sehr schön sehen kann, hat diese Strategie dann auch genau die Parameter, die wir spezifiziert haben. Trading Start, Trading End, Position Size, Gewinnziel und Stop Loss. Und klicken jetzt auf Enabled, ja, auf aktiviert, sonst passiert nämlich gar nichts. Und dann auf OK. Und wenn jetzt alles geklappt hat, müssten wir jetzt unsere Levels, ja, auf der Chart sehen und vielleicht auch ein paar Trades. Oh ja, hier sind ein paar Trades. Ja, viel zu viele Trades natürlich, weil wir haben unsere Bedingungen nicht ja, implementiert, dass wir nur einen Trade pro Tag haben wollen. Das machen wir jetzt aber gleich. Vielleicht noch eine kurze Randbemerkung. Warum wurde jetzt hier kein Trade ausgelöst? Ja, das hat damit zu tun, dass wir uns hier wahrscheinlich nicht in unserem Trade-Fenster befunden haben. Ein Quatsch. Unsere Strategie, die geht ja nur Short in der jetzigen Version. Ja, hier wurde ja das Short-Level gar nicht getriggert. Gehen wir vielleicht mal auf ein anderes Level. Ja, hier hat man es ja schon gesehen. Hier, ja, wird das Level erreicht. Wir gehen Short mit unserem Gewinnziel.
Gut, soweit so gut. Aber wie können wir jetzt das Problem beheben, dass wir jetzt die ganz vielen Trades hier hatten, ja, wenn der Preis so richtig hin und her springt? Ah, das wollen wir nicht. Wir wollen nur einen Trade pro Tag ausführen. Wie kann man das hinkriegen? Ja, und wie es sich herausstellt, lässt sich dieses Problem ja durch den Strategy Builder lösen. So, dazu noch mal ganz kurz zurück. Ja, gut. Wie könnte man das angehen? Ja, die Grundidee ist, dass wenn jetzt unser erster Trade ausgelöst wurde, ja, das heißt unsere erste Limit Order gefilled wurde, dann ja, setzen wir einen Parameter, einen internen Parameter so, dass jetzt ja, keine Trades mehr danach bis zum Start der neuen Session ausgelöst werden dürfen. Okay, so. Wie könnte man das angehen? Dazu will ich jetzt erstmal einen lokalen Parameter, eine lokale Variable hinzufügen. Und auf Hochdeutsch werde ich sie dann for today nennen. Wenn diese Variable auf true gesetzt ist, also auf wahr, dann war es das für den Tag. Dann wird kein weiterer Trade mehr ausgeführt. Wenn diese Variable false ist, also falsch, dann ja, können wir noch, dann haben wir noch keinen Trade heute ausgeführt und können einen weiteren Trade ausführen. So, ja, wir fügen jetzt diese Variable hinzu und jetzt müssen wir diese Variable in unsere Bedingungen einpflegen. Dazu jetzt auch weiter. Okay, so, denken wir jetzt einmal ganz kurz drüber nach. Ja, was benötigen wir? Ja, wir wollen praktisch nur unsere Limit Order eingehen, wenn unsere Variable falsch ist. Ja, das heißt dann, es wurde für diesen Tag noch kein Trade ausgelöst. Dazu einmal hier auf Add klicken. Nehmen jetzt unsere Nutzervariable done for today, ja, und als Bedingung ja, also legen wir fest, dass diese Variable nicht wahr ist, also not equal nicht, ja. Dann gehen wir hier auf misc und wählen jetzt true aus. Also wenn die nicht true ist, dann können wir noch unsere Order ausführen. Okay, gut. Das reicht aber noch nicht, ja, weil ja, wir wissen ja noch gar nicht, wie diese Variable zurzeit überhaupt gesetzt ist. Ja. Dazu müssen wir auch noch festlegen, dass am Session Start, praktisch an der ersten Bar einer neuen Session, diese Variable auf falsch gesetzt wird. Ja, das heißt natürlich, dass wir ganz am Anfang der Session noch keinen Trade gemacht haben und wir noch daran interessiert sind, einen Trade zu machen. Ja. So, das kann man jetzt über eine weitere Bedingung festlegen. Ja. Hier sagen wir jetzt, wenn wir uns in der, ja, ich gehe mal ganz kurz, in der ersten Kerze, First Bar of Session, in der ersten Kerze der Session befinden, ja, wenn das zutrifft, wenn das wahr ist, true, ja, dann setzen wir unsere Variable done for today auf falsch. So, set done for today auf falsch. Gut, okay. Das ist auch schon mal gut. Und jetzt müssen wir als dritte Gruppe festlegen, dass sobald ein Trade gefillt wurde, ja, das heißt, wenn unsere Limit Order wirklich gefillt wurde, dann setzen wir diese Variable done for today auf true, ja, um festzulegen, dass von diesem Zeitpunkt an kein weiterer Trade gemacht werden soll. So, wie kriegt man das hin? Wir gehen jetzt hier wieder auf hier unsere Bedingungen, unsere Conditions, wählen Strategie aus und sagen, ja, falls unsere Marktposition ja nicht mehr 0 ist, 0 heißt, wir haben keine Position offen, aber falls sie 1 oder falls sie größer als 0 ist oder kleiner als 0, ja, das heißt, wir sind entweder long oder short, dann setzen wir unsere Variable done for today auf true. So, Market Position, wenn die ungleich 0 ist, not equal zu 0, ja. Ups, eine Sekunde, einmal kurz hier raus. Das passiert ab und zu mal mit dem Ninja Trader. Oh, Current Position Size, das war die richtige. Wenn unsere Current Position Size nicht gleich 0 ist, wo waren wir? Numerischer Wert, ja, dann setzen wir unsere Variable done for today auf true. Okay. Gut, ja, das sind jetzt unsere weiteren Bedingungsgruppen, um festzulegen, dass wir nur einen Trade pro, ja, Tag haben wollen. Und sobald es denn jetzt geklappt hat, ja, und unsere Strategie,
nochmal kompiliert wurde, sollten wir sehen, dass jetzt nur noch eine Order ausgelöst wurde an diesem Tag. So, jetzt warten wir, bis die Kompilierung fertig ist und dann werde ich unsere Strategie neu auf die Chart auflegen, um zu gucken, ob das auch wirklich der Fall ist. Eine Sekunde. Perfekt. So, jetzt F5 klicken, um die Strategie neu zu laden und hoffentlich, ja, sehen wir jetzt hier, dass jetzt hier wirklich nur noch ein Trade für diesen Tag ausgelöst wurde. Genauso, wie wir es haben wollen. Okay, ja, soweit zur Implementierung oder zur Teilimplementierung dieser Strategie. Ja, wir haben natürlich auch diese Strategie für Sie vorbereitet als Komplettversion und ja, jetzt im Weiteren werde ich mich mit dieser Komplettversion der Strategie beschäftigen. Ja, dazu werde ich jetzt diese Strategie einmal von der Chart wieder herunternehmen und die Komplettversion auf die Chart legen. Die finden Sie unter Trading Indicators als Range Bounce Pro Strategie. Und die kann man jetzt auf diese Chart rauflegen. Ich will noch ganz kurz einmal festlegen. Ja, das passt. Okay. Ach ja, und wie immer habe ich vergessen, die Strategie zu aktivieren. Das ist Ihnen wahrscheinlich auch schon passiert. Aber wenn dieses Feld Enabled nicht aktiviert ist, passiert nämlich überhaupt nichts im NinjaTrader. Gut, ja, jetzt die Strategie aktiviert und wir gucken einmal, wo jetzt ein paar Trades gemacht worden sind. Ja, hier sehen wir ein paar Trades hier. Leider beides Verlierer-Trades. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Hier hatten wir einen Gewinner. Ah, vielleicht ein bisschen zurück. Ja, das war ein Loser. Ich gehe noch ein bisschen weiter zurück. Ja, hier geht der Preis sehr schön wieder zurück von unserem Level. Ein Gewinner. Ja, ein Gewinner. Ein Gewinner. Und so weiter. Ja, und wie Sie sehen werden, ist diese Strategie für einige Märkte, zum Beispiel die Oil Futures oder auch die Yen Futures, extrem profitabel. Ja, dass man wirklich sehr viele Gewinner in Folge hat, wie Sie jetzt hier sehen können. Hier hat ein Verlierer, hier wieder ein Gewinner und so weiter. Ja, wie sieht es eigentlich, wie sieht es jetzt mit der Backtest-Performance dieser Strategie aus? Intuitiv, wie Sie sehen können, ja, scheint diese Strategie profitabel zu sein. Aber wir haben sie natürlich auch für Sie getestet. Dazu jetzt einmal ganz kurz zurück zu meinen Slides. Ja, das geht jetzt wirklich um die Vollversion dieser Strategie, die Range Bounce Pro Strategie als Vollversion. Ja, die Long und Short Handel, die noch ein paar andere weitere Parameter hat als unsere Basisversion, die wir jetzt selbst implementiert haben. Ja, gut. Eine Strategie, die besser funktioniert, wenn das Gewinnziel ungefähr halb so groß ist wie unser Stop-Loss. Ja. Was bedeutet das, dass wir, ja, um profitabel zu sein, natürlich viel mehr Gewinne haben müssen als Verlierer. Ja. Und auf den ersten Blick, also intuitiv gesehen, ja, scheint es auch der Fall zu sein. Ja, wie man hier sehr schön sehen kann, gibt es oftmals sehr viele Gewinner nacheinander. Take Profit, Take Profit, Take Profit und so weiter. Ja. Aber das haben wir natürlich auch für Sie getestet. Ja. Wir haben einen Backtest generiert von 2015 bis 2020 auf diesen Crude Oil Futures auf einer 5-Minuten-Chart. Ja, Gebühren, Kommissionen wurden jetzt nicht mit einberechnet. Die sind bei Ihnen immer unterschiedlich, je nach Kontotyp. Deswegen, wo haben wir die jetzt erstmal nicht eingerechnet? Ja, wie sieht es bei diesen Oil Futures aus? Ja, relativ vielversprechend. Ein Gewinn-Ratio von ungefähr 72%. Ja, das heißt natürlich erstmal noch nichts. Es kommt nur darauf an, wie groß unsere Gewinner sind und wie groß unsere Verlierer sind. In dem Fall sind unsere Verlierer ungefähr doppelt so groß wie unsere Gewinner. Ja, aber trotzdem mit einem Gewinnratio von über 70% ist diese Strategie profitabel. Sie hätte jetzt, wenn man jetzt einen Contract pro Trade getradet hätte, einen Gewinn, natürlich ohne Gebühren und Kommission, von $21.000 eingefahren mit einem Profitfaktor von 1,4. Ja, ungefähr gleich viele Long Trades wie Short Trades ausgeführt und ein Drawdown von nur $1.500. Ja, sieht eigentlich ganz vielversprechend aus. Das gleiche haben wir dann auch nochmal auf unseren Yen Futures getestet.
Ja, gleicher Zeitpunkt, gleicher Zeitrahmen, mit fast den gleichen Parametern. Wir haben ein bisschen mit den Take-Profit-Zielen herumgespielt, aber wirklich nicht viel. Es hat damit zu tun, dass diese Yen-Futures einfach eine ganz andere Range haben als ja zum Beispiel die Oil-Futures. Und dass dann nicht immer das gleiche Gewinnziel, ja, optimal sein muss. Ja, aber auch bei diesen Yen-Futures zum Beispiel, ja, sieht die Performance eigentlich ja, auf den, zum meisten Zeitraum sehr, sehr gut aus, ja. Und am Ende hier wurde es dann etwas schwächer. Aber für den gleichen Testzeitraum hatten wir einen Gewinn von 10.000 Dollar eingefahren mit einem Profitfaktor von 1,81. Ja, wenn es darum geht, diese Strategien zu bewerten, ja, ist der Profitfaktor mein wichtigstes Kriterium. Weil der Profit hängt hier wirklich von der, ja, Tradegröße ab. Wenn wir jetzt hier zwei Contracts zum Beispiel getradet hätten, wäre unser Profit doppelt so groß, ja, aber unser Profitfaktor wäre der gleiche geblieben. Ja. Deswegen ist der Profitfaktor eigentlich immer das wichtigste Kriterium. Ja. Wie Sie hier auch sehen können, ein sehr schönes Win-Ratio von 76%. Was mir persönlich sehr gut bei dieser Strategie gefällt, ist, dass sie öfter gewinnt als verliert. Ja. Unsere Gewinner sind kleiner als die Verlierer, aber das persönlich finde ich jetzt besser so rum, weil das Gefühl des Gewinnens ist öfter da. Ja? Also wir haben nicht nur einen riesigen Gewinner, der vielleicht einmal im Monat auftritt oder einmal im Jahr, weil da muss man so lange drauf warten. Diese Strategie gewinnt fast jeden Tag oder öfter, also wesentlich öfter, als sie verliert. Und emotional gesehen ist es zumindest für mich eine Strategie, die sich sehr schön trading lässt, weil man wirklich das Gewinngefühl viel öfter hat. Ja, und das gleiche auch nochmal, haben wir auch nochmal auf diesen Soybeans Futures ZS getestet. Ja, immer der gleiche Zeitpunkt, Zeitraum ungefähr 5 Jahre. Ja, und auch hier sieht man sehr schön, dass ja, diese Strategie durchaus profitabel sein kann. Ein Gewinn von 13.000 Dollar bei einem Profitfaktor von 1,38. Ja, wie man sehr schön sehen kann, ja, ungefähr gleich viele Long Trades wie Short Trades. Ja. Ja, also das ist wirklich sehr schön ausgewogen. Dann haben wir nochmal unsere drei Test-Szenarien hier in einem Portfolio zusammengefasst. Das sage ich Ihnen jetzt auch nochmal ganz kurz. Dazu werde ich jetzt unser Tool Trustfolio öffnen. Hier haben wir unsere, ja, drei Testreihen, also einmal die Yen Futures, die Crude Oil Futures und die Soybeans Futures hereingeladen und in einem Portfolio zusammengefasst. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier rauf, werde einmal die Auszinsung wegnehmen. Und wie Sie sehen, ja, wenn wir jetzt alle drei Symbole zusammen getradet hätten, hätten wir einen Gewinn, natürlich, ja, hypothetischen Gewinn ohne Kommission und Gebühren von 42.000 Dollar eingefahren mit einem Gesamtprofitfaktor von 1,41 und einem sehr schönen geringen Drawdown von nur 4,25%. Ja. Wie war unsere Accountgröße? Ja, mit einer Start-Accountgröße von 50.000 Dollar. Okay. Ja, wenn wir jetzt die Aufzinsungsoption ausgewählt hätten, was heißt Aufzinsung? Das heißt, wenn wir unsere Tradegröße unserer Kontogröße angepasst hätten. Das heißt, wenn jetzt unser Konto sich verdoppelt hätte, würden wir auch doppelt so hoch traden. Ja, dass wir nicht nur ein Contract zum Beispiel traden, sondern in dem Fall zwei Contracte traden würden. Ja, wenn wir diese Aufzinsung mit drin hätten, ja, würde unser Gewinn sogar noch ein bisschen größer ausfallen, würde 59.000 Dollar, ja, fast 60.000 Dollar über den Testzeitraum sein. Ja, was man auch sehr schön sehen kann, ist, dass wir ja, pro Jahr circa 14% also Gewinn machen würden. Ja, die Short Trades hier wesentlich profitabler sind als die Long Trades. Ja, und monatlich würden wir unseren Kontostand um 1,33% erhöhen. Ja, die Equity-Kurve sieht man hier. Im Jahresschnitt sehen wir, dass wir jedes Jahr Profit gemacht hätten mit diesem Portfolio. Ja, und wenn man jetzt auf diese Monatsansicht geht, sehen wir hier auch, dass wir ja fast, ja, vielleicht 75% aller Monate mit Gewinn abgeschlossen hätten. In diesem Fall, ja, auf den Wochentag bezogen, ja, sieht man, dass vielleicht am Mittwoch, am Wednesday, das Trading am erfolgreichsten wäre. Ja.
Dieses Tool eignet sich sehr gut, um diese, ja, um diese Statistiken anzusehen und dann vielleicht noch weitere Optimierungen für sein Portfolio zu erledigen. Es gibt auch noch eine Exportversion diesem Trustfolio, die diese Ergebnisse sehr schön als PDF generiert. Hier sehen Sie nochmal zusammengefasst die ganzen Statistiken unserer drei Backtests als Portfolio zusammengefasst. Ja, mit einer Auflistung jedes einzelnen Trades in diesem Portfolio, vielleicht zur detaillierten Analyse. Man kann diese Trade-Listen übrigens auch nach Excel exportieren, falls Sie zum Beispiel eine Kennzahl im Sinn haben, die jetzt nicht durch NinjaTrade oder nicht durch unser Tool unterstützt wird, könnten Sie diese Kennzahl manuell in Excel berechnen. Okay, ja, so viel zur Portfolio-Analyse. So, zu guter Letzt, bevor wir diese Webinarreihe beenden, die geht natürlich weiter unter einem neuen Titel, möchte ich Sie auch noch auf ein Sonderangebot oder auf zwei Sonderangebote hinweisen. Ja, die Vollversion unserer Strategie, Range Bounce Pro, gibt es als Sonderangebot, mit einem Rabatt von 50%, wenn Sie den Coupon-Code CapTrader 2, oh, da habe ich mich verschrieben, eine Sekunde, ohne Leerzeichen. Ja, CapTrader 2020 angeben, kriegen Sie diese Strategie für 98,50 €, also 50% Rabatt. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Strategie zu erhalten. Ja, entweder Sie schreiben mich an und dann schicke ich Ihnen einen Link zu. Ja, gehen auf eine Webseite blackcherryinvest.com und dann Contact auf Englisch oder hier über das Menü, schreiben mich einfach an. Und dann schicke ich Ihnen den Link für diese Strategie zu. Oder Sie klicken direkt auf diesen Kaufslink hier. Dann geht ja auch nochmal eine neue Webseite auf. Sie sehen diese eine Form, um diese Strategie zu erhalten. Geben Ihren CapTrader Coupon-Code ein, CapTrader 2020, kriegen einen Rabatt von 50% und dann füllen Sie die weiteren Daten aus und kriegen diese Strategie dann automatisch zugesendet. Ja, so, das ist unser erstes Sonderangebot für heute. Und unser zweites Sonderangebot, vielleicht mal eine ganz kurze Bemerkung. Diese Strategie beinhaltet natürlich auch den dazugehörigen Indikator, den man sehr gut für das manuelle Trading benutzen kann. Ja, gut, unser zweites Sonderangebot, ja. Das bezieht sich auf, was man Custom Programming nennt. Falls Sie zum Beispiel einen Indikator im Sinn haben, den es noch nicht gibt, den Sie aber gerne ausprogrammiert haben wollen, dann können Sie mich gerne anschreiben. Ja, meine E-Mail-Adresse gibt es hier, ds@blackcherryinvest.com. Sie schreiben kurz, was Sie im Sinn haben und sagen auch, dass Sie mich im CapTrader-Webinar verfolgt haben. Dann kriegen Sie automatisch einen Rabatt von 25% auf diese Programmierprojekte. Das kann ein Indikator sein, das kann eine Strategie sein oder auch ein anderes Trading-Tool, das Sie vielleicht im Sinn haben. Schreiben Sie mich einfach an. Wir diskutieren, wie man es am besten erledigen kann und Sie kriegen automatisch diesen Rabatt zugesichert. Ja, so, das ist das zweite Angebot, speziell für Sie als CapTrader-Kunde. Zu guter Letzt, wie geht es jetzt weiter? Ja, also diese Webinarreihe Daytrading mit NinjaTrader endet heute. Aber ich mache natürlich weiter unter einem neuen Titel. Ja, und der neue Titel unserer Webinarreihe heißt dann Algo Trading: Innovative Indikatoren, Scanner und Strategien, die den Markt schlagen. Warum haben wir uns entschieden, den Titel etwas abzuändern? Wir haben uns gedacht, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, ihn etwas breiter zu fassen. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt nicht nur noch mit dem Ninja-Trader, aber wir nutzen auch andere Trading-Plattformen, um Ihnen interessante Indikatoren und Strategien vorzustellen. Ja, die nächsten Termine stehen auch schon fest: 4. März, 7. April und 5. Mai. Und ich kann Ihnen schon mal sagen, dass am 4. März ein ganz spannendes Thema am Start sein wird. Es handelt sich da um das sogenannte Pair-Trading. Ja, falls Sie den Namen noch nicht gehört haben, wie funktioniert das? Ja, man sucht sich praktisch ein Aktienpaar heraus, das korreliert ist. Das ist eine statistische Bewertung dieses Aktienpaares, zum Beispiel IBM und sagen wir vielleicht Microsoft. Ja, die machen beide was Ähnliches, sind beides Software- oder IT-Firmen und deren Preisverläufe sind oftmals
ja, sagen wir mal ähnlich. Ja. Dieses Pair-Training setzt darauf, dass man jetzt zum Beispiel Microsoft kaufen würde, ja, und zur gleichen Zeit IBM verkaufen würde. Ja. Da die Aktienverläufe beider Kurse ähnlich sind, ja, ist es dann oftmals so, dass man, ja, wenn man diesen Kauf und Verkauf zu einem geschickten Zeitpunkt macht, ja, dass man durch die kleinen Bewegungen dieser Aktien, dass man dadurch einen Gewinn erzielen kann. Ja, und es ist ein Gewinn, den man fast risikolos erzielen kann, weil man praktisch für diesen Markt, ja, diesen IT-Markt, der jetzt einmal long ist und einmal short ist, ja, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas zum IT-Sektor passieren würde, falls der jetzt, ja, zum Beispiel, ja, durch den Coronavirus oder irgendwie beeinflusst wird und der Aktienkurs stark nach unten geht, dann sind wir einmal short in einem Aktienpaar mit IBM zum Beispiel, ja, würden dadurch Gewinn erzielen und dann durch Microsoft dann vielleicht Verlust. Aber dadurch, dass die beiden gehedged sind, kann man relativ risikolos dadurch Gewinn erzielen. Ja, habe ich vielleicht ein bisschen schwierig erklärt, ist aber ein super spannendes Thema und da haben wir noch ganz tolle Tools vorbereitet, ja, für den Ninja Trader und auch für andere Plattformen. Gut, ja, darum geht es am 4. März und danach haben wir dann weitere spannendere Themen für Sie im Angebot. Zu guter Letzt, falls Sie einen Indikator im Sinn haben oder eine Strategie im Sinn haben, die Sie gerne im Webinar vorgestellt haben wollen, ja, kein Problem, schreiben Sie mich an. Ja, wir können das gerne diskutieren und ich höre Ihnen gerne zu, was Sie interessiert. Und falls es möglich ist, ja, programmiere ich gerne diese Strategie für Sie im Webinar aus. Gut, ja, soweit für heute. Ich denke, ja, dass Ihnen die Strategie eventuell gefallen hat. Ja, bei Interesse, ja, schicken Sie mir gerne eine Nachricht unter diesem Link. blackcherryinvest.com/kontakt oder gehen Sie direkt auf diesen Verkaufslink, um die Strategie und den dazugehörigen Indikator von mir zu erhalten. Gut, gibt es Fragen? Costa, gibt es Fragen? Hallo, ja, ich bin noch da, ich bin noch da, ich bin noch da. ich guck mal schnell rein. Ja, du hattest gerade einmal kurz risikolos in den Mund genommen. Das ist, sage ich, weiß ja selbst im Wertpapierhandel immer ein riskantes Wort. Ein Interessent schreibt hier nämlich, dass er die Idee auf jeden Fall gut findet, aber der diesen risikolosen Trade, ja, doch in Anführungszeichen Das klappt etwas logisch. riskant findet, ne? Aber ich denke mal, in einem Monat geht ja das Webinar los, ja, am 4.3. und somit gehe ich davon aus, dass du dann genau die Idee und die Thematik dahinter analysierst und erklärst. Das bessere Wort wäre wahrscheinlich risikoloser gewesen. Ja, eine ganz Genau. andere Strategie. Ja. Alles gut. Nee, super. Ja, dann Daniel, vielen, vielen Dank, ja, für das heutige Webinar, für deine Zeit. Ja, hat mich wieder sehr gefreut. Ja, sehr interessant, super Strategie. Ja, auch Genau. von meiner Seite aus. Ja, sonst wünsche Ich freue ich mich auf den 4. allen März. Ja. Ich hoffe, ihr seid wieder genau. alle dabei. Vergessen Sie nicht, sich neu einzuschreiben. Ja, das geht leider nicht anders, technisch gesehen. Genau, Ja. Und stand beachten Sie jetzt. auch, dass der Titel anders ist. Ja, Algo Trading, innovative Indikatoren, Scanner und Strategien. Genau, richtig. Super. Super. Dann wünsche Okay. ich allen noch einen schönen Abend. Ja, holen Sie sich gut und bis in Ich einem Ihnen Monat. auch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.